Heute geht es um eine Aktie aus dem chinesischen Konsumsektor, die ziemlich unbekannt ist bei uns. Zumindest glaube ich das. Ich habe sie nämlich selber auch erst vor ein paar Wochen entdeckt. Und das Interessante ist, das Unternehmen wächst stetig. Es ist sehr günstig bewertet an der Börse. Und die Aktie ist die letzten Monate, obwohl wir ja ein sehr schlechtes Marktumfeld haben, schon deutlich gestiegen. Herzlich willkommen. Es sind harte Zeiten. Die Inflation ist hoch und fast alles wird teurer. Es gibt aber auch Dinge, die billiger geworden sind. Aktien zum Beispiel. Aber auch Güter des täglichen Bedarfs, zum Beispiel Erdbeeren. Manche Bauern, die haben dieses Jahr ihre Erdbeerfelder sogar schon verhäckselt, weil sich das Ganze für die nicht mehr lohnt. Woran liegt das? Es gibt ein Überangebot momentan, die Ernte ist sehr gut gewesen, es gibt auch viele Importe aus dem Ausland und außerdem bei den Leuten sitzt das Geld auch nicht mehr so locker. Also und da sagt man sich dann eben gerade bei Erdbeeren zum Beispiel anscheinend, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, das kann ich mir auch mal verkneifen. Nur, ist das schon die ganze Wahrheit? Hier haben wir eine Schale Erdbeeren. An sich was Schönes, klar, aber sind wir mal ehrlich, das Produkt hat auch Schwächen. Erstens mal, jede ist hier anders, das ist schon mal ganz klar ein Nachteil heutzutage. Die eine groß, die andere klein, naja, ist halt ein Naturprodukt. Dadurch ist es auch nicht immer in der gleichen Qualität verfügbar und wenn doch, dann nur mit einem riesen Aufwand, das kennt man im Winter zum Beispiel. Und die Haltbarkeit. Am Freitag gekauft, sehen Sie hier. Und wenn die heute nicht wegkommen, dann sind sie aber auch schon kaputt. Und jetzt vergleichen Sie das aber mal mit diesen Erdbeeren hier. Das ist gleich was ganz was anderes. Die sind wunderbar, die sind viel größer, die sind tausendmal so süß. Jede ist genau gleich, man weiß immer, was man kriegt und die halten auch ewig. Mit anderen Worten, das mit Abstand bessere Produkt, mit dem man der Natur auch wieder mal gezeigt hat, wo ihre Grenzen liegen. Die Natur versagt da wieder mal komplett. Zum Glück gibt es die moderne Chemie. Lebensmittelchemie ist ein riesiger Markt und wenn wir jetzt mal das Beispiel Erdbeeren nehmen, da ist ja bekannt, in vielem, das nach Erdbeeren schmeckt, sind so gut wie keine Erdbeeren drin heutzutage. Und um den Bedarf nach Erdbeergeschmack abzudecken auf der Welt, da bräuchte man das 20-fache der Jahresernte. Wenn man das also wirklich abdecken müsste mit richtigen Erdbeeren, dann wären die wirklich sehr teuer im Moment. Lebensmittelchemie ist außerdem eine Branche, der es wahrscheinlich auch jetzt in diesen Zeiten nicht unbedingt schlecht geht. Im Gegenteil, weil in den guten Zeiten, da kommt ja zum Beispiel die gute hausgemachte Gulaschsuppe noch auf dem Tisch, noch so richtig mit schönen echten Zutaten, aber in schlechten Zeiten, da ist es dann eben wahrscheinlich doch wieder die Dose für 1,90 mit viel schöner Chemie drin. Ein bekannterer Vertreter aus der Branche, den gibt es am deutschen Aktienmarkt, die Symrise AG aus Holzminden, einer der größten Hersteller von Aromastoffen, hier der 5-Jahres-Chart. Die Aktie ist jetzt 2022 schon auch gefallen mit dem Gesamtmarkt, aber grundsätzlich ist es eine Aktie, die sich durchaus seit vielen, vielen Jahren sehr gut entwickelt, weil Symrise eben ein erfolgreiches Unternehmen ist, weil der Markt stetig wächst und dadurch hat man Symrise auch immer schon eine hohe Bewertung zugestanden. Zurzeit liegt das KGV auf den Gewinn, der für dieses Jahr erwartet wird, auch immer noch bei 33. Ich habe aber eben ein anderes Unternehmen heute, das ist jetzt vielleicht nicht ganz vergleichbar mit Symrise, es kommt aber aus der gleichen Branche und es kommt aus China. Es ist die Fufeng Group und das Interessante ist eben, die Aktie ist in den letzten Monaten nicht gefallen, sondern sie ist deutlich gestiegen und die KGV-Bewertung liegt aber trotzdem erst ungefähr bei 5. Fufeng ist eingetragen in Hongkong, die Hauptverwaltung ist aber in Linyi in der ostchinesischen Provinz Shandong. Und hier haben wir ein schönes Bild von dieser Hauptverwaltung. Das Gebäude ist wahrscheinlich schon ein bisschen älter und klar,
Wenn man jetzt die Zentralen von Alibaba nimmt oder von JD.com, die sind natürlich schon schicker. Aber das muss auch keinem gefallen. Fufeng richtet sich ja nicht an den Endverbraucher. Der ist wahrscheinlich ganz froh, wenn er nicht immer weiß, dass er wieder mal was von Fufeng in sich aufnimmt. Und wer liest schon gern das Kleingedruckte? Und apropos Kleingedrucktes, da darf ich noch mal erinnern, jetzt kurz noch an unseren nächsten Zukunftsmärkte-Report. In dem geht es diese Woche ja um die chinesischen Versicherungsaktien. Da stellen wir viermal nebeneinander und vergleichen die. Es ist ein Sektor, der eben auch interessant sein könnte im Moment, weil die chinesischen Versicherer sind auch günstig bewertet. Es ist auch eher ein defensiver Sektor und die chinesischen Versicherungsaktien sind eben jetzt auch gerade wieder angesprungen. Und dieser Report eben zu einem Sektor, der geht morgen raus. Die Reports von uns sind gratis immer. Jeder kann sie lesen. Sie müssen sich nur einmal dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Und wie gesagt, morgen früh wird eben dieser Report dann auch gleich rausgeschickt. Zurück zu Fufeng. Fufeng ist spezialisiert auf Fermentationsprozesse. Die betreiben also große Anlagen und Bioreaktoren, wo dann mit Enzymen und mit sonstigen Verfahren da alle möglichen Verbindungen produziert werden. Das sieht dann so aus. Das sind Bilder von der Homepage von Fufeng. Rechts oben da, da entsteht übrigens gerade ihre Gulaschsuppe, aber Scherz beiseite. Das wichtigste Produkt ist nach wie vor Mononatriumglutamat oder ganz kurz einfach Glutamat. Berühmt, berüchtigt, das, was Eintöpfe und Soßen und Suppen so richtig herzhaft und lecker macht und dann ja zusätzlich den Appetit noch steigert, damit man dann auch ganz viel noch davon isst. Gerade in Asien, Glutamat ist da inzwischen extrem beliebt, aber auch bei uns natürlich nach wie vor. Und Fufeng ist bei Mononatriumglutamat der Weltmarktführer. Das gleiche bei Xanthan-Gummi und Gelan-Gummi. Das sind Verdickungsmittel und Geliermittel, kommt auch an vielen Stellen zum Einsatz, wo man es jetzt nicht unbedingt vermuten würde. Ketchup, Marmeladen, Seifen, Shampoos, Gummibärchen zum Teil auch. Und auch da sind sie Weltmarktführer. Und ansonsten produzieren sie Süßstoffe, Süßungsmittel und sehr viele verschiedene Aminosäuren mittlerweile auch. Das Thema Geschmacksverstärker und Zusatzstoffe, das ist es auch in Asien nicht unbedingt neu. Im Gegenteil, die setzen das schon lang ganz gnadenlos ein. Und da gibt es auch die tollsten Sachen. Es ist aber trotzdem ein Markt, der immer noch stark wächst. Hier haben wir die Umsatzentwicklung bei Fufeng. Das habe ich jetzt mal selber zusammengestellt. In Millionen RMB von 2008 bis 2021. Es geht hier also los im Jahr der Finanzkrise mit 3,6 Milliarden RMB. Das sind umgerechnet 500 Millionen Euro ungefähr, auch schon nicht wenig. Und letztes Jahr waren wir dann aber schon bei 21,5 Milliarden RMB oder 3,1 Milliarden Euro. Und es hat auch Phasen gegeben, hier sieht man es ja, wo das Ganze auch mal ein paar Jahre stagniert hat. Aber trotzdem, Fufeng ist eigentlich eine Wachstumsaktie, weil der Umsatz hat sich ja in diesen 13 Jahren versechsfacht. Sie ist aber nicht bewertet wie eine Wachstumsaktie und das liegt sehr wahrscheinlich daran, dass der Gewinn sich nicht so stetig entwickelt hat wie der Umsatz. Hier haben wir den Jahresgewinn, der den Aktionären anrechenbar war, jeweils auch in Millionen RMB. Der schwankt viel stärker. Das hat unterschiedliche Gründe. Also zum Beispiel 2020, da war ja die Corona-Krise, da ist es nachvollziehbar. Es hat aber auch andere Belastungen gegeben. Also das Preisumfeld natürlich, was man erzielen kann für die Produkte, dann auch Investitionen und Abschreibungen jeweils. Aber ein ganz wichtiger Punkt auch, das sind bei Fufeng die Rohstoffpreise und damit die Kosten. So gut wie alles, was die produzieren, basiert auf Mais und Maisstärke und dann zu einem geringeren Teil noch Sojabohnen. Und allein der Mais, der stand letztes Jahr für 59% der gesamten Produktionskosten.
Dann brauchen sie noch Schwefelsäure und Ammoniak zur Glutamatproduktion. Ist auch alles teurer geworden. Und für die Prozesswärme Kohle. Und die ist letztes Jahr richtig teuer geworden. Es hat ja in China sogar eine richtige Kohleknappheit gegeben im Herbst. Und weil Kohle und Agrarrohstoffe ja noch viel teurer sind jetzt als letztes Jahr, da sollte man eigentlich meinen, dass die Aktie fällt und nicht steigt. Und das hat sie auch erstmal gemacht dieses Jahr. Also hier haben wir den Einjahreschart. In der zweiten Jahreshälfte 2021, da hat sie sich gar nicht so schlecht entwickelt. Und dann war aber der Angriff Russlands auf die Ukraine, wo man dann spätestens im März eben auch gemerkt hat, jetzt werden Energie- und Agrarrohstoffe sehr wahrscheinlich noch teurer. Darum ist die Aktie dann auch noch mal ziemlich runtergesackt. Nur dann hat sich abgezeichnet, dass auch die Preise für die Endprodukte, was die produzieren, dass auch die stark steigen. Und Ende März sind dann die Jahreszahlen gekommen. Und obwohl ja 2021 schon die Rohstoffpreise stark gestiegen sind, hat Fufeng trotzdem den Umsatz nochmal um 29% gesteigert und den Gewinn sogar um über 100%. Bei einer nochmals gestiegenen Bruttomarge auch. Und von da an ist die Aktie dann halt wirklich nochmal deutlich angezogen, entgegen zum internationalen Markttrend auch. Wobei man da sagen muss, natürlich, also der chinesische Markt hat sich auch insgesamt die letzten Monate wieder besser entwickelt als die westlichen Börsen. Aber Fufeng hat auch diesen chinesischen Markt mit diesem Anstieg da jetzt natürlich trotzdem outperformt. Und das Schöne ist aber, wie gesagt, dass jetzt eben auch für dieses Jahr die Schätzungen dann dadurch angehoben worden sind und dass die Aktie auf den für dieses Jahr erwarteten Gewinn jetzt eben trotzdem erst bewertet ist, trotz dieses Anstiegs mit einem KGV von 5. Das Risiko ist also definitiv, dass wir hier natürlich eine Aktie aus der hinteren Reihe haben und dass die Gewinne auch stärker geschwankt haben in der Vergangenheit. Und die Perspektive aber im Moment, das ist die relative Stärke, die wir haben, das noch zusammen mit einer niedrigen Bewertung und dann die Preissetzungsmacht eben offenbar auch, dass sie die steigenden Kosten anscheinend an die Kunden weiterreichen können. Uns gibt immer noch Wachstumsfantasie da. Das Management hat gesagt, also die beiden Cash-Cows seien eben Glutamat und Xanthan-Gummi. Das ist die Basis, davon lebt man. Und jetzt expandiert man aber weiter in High-End-Aminosäuren und vor allem auch in Tierfutter. Das beides zusammen, das steht im Moment nur für 25% vom Umsatz, soll jetzt aber stark ausgebaut werden. Und die hochwertigen Aminosäuren, die sind jetzt schon der Bereich mit der höchsten Bruttomarge. Da haben die eine Bruttomarge von 41% gehabt im letzten Jahr. Und bei den Tierfutter-Aminosäuren, also Lysin, Threonin und solche Sachen, da ist man erst bei 18%, das ist aber wahrscheinlich auch noch ausbaufähig. Es ist ja heutzutage so, also die Kuh von heute, die soll ja am besten jeden Tag 25 Liter Milch produzieren, hochproteinreich. Und das schafft man aber natürlich mit Gras und mit Heu nicht mehr. Und das gleiche ja auch bei Mastschweinen, Masthühnern und so weiter. Auch da sind dem Wahnsinn ja keine Grenzen mehr gesetzt, was die da ansetzen sollen jeden Tag. Das können sie ja auch nicht anfangen mit Mais und Getreide und Kartoffeln. Da geht der Trend eben auch ganz klar weltweit zu günstigen Aminosäuren aus dem Bioreaktor. Und das Gleiche, was wir bei Masttieren haben, haben wir auch bei den Bodybuildern. Die werden ja auch gefüttert mit Aminosäuren, von denen Fufeng eben auch einer der wichtigsten Anbieter ist. Was also gut wäre für das Unternehmen, wären jetzt fallende Rohstoffpreise. Und die Situation haben wir auch tatsächlich gerade wieder, weil die Rohstoffpreise, die haben jetzt in den letzten Wochen doch deutlich korrigiert wieder, sogar die Agrarrohstoffe zum Teil. Ob das so bleibt, das muss man jetzt sehen. Und was natürlich auch gut wäre mittelfristig, das wäre, wenn sich die Menschen auch in Zukunft weiterhin ungesund ernähren. Und damit ist die Aktie auch so eine Art Gegenentwurf zum allgemeinen Trend zu gesunder und bewusster Ernährung, in die man natürlich Zeit investieren muss, auch immer. Chef, ich kann jetzt nur noch halbtags arbeiten, wir haben jetzt eine Kochbox bestellt. Hier übrigens der Zwei-Jahres-Chart auch mal von HelloFresh, dem größten Kochboxenanbieter in Deutschland.
die hat sich dieses Jahr jetzt schon gedrittelt ungefähr. Also die 15 Milliarden Euro Börsenwert da im Dezember, das war anscheinend doch ein bisschen viel, aber das nur nebenbei. Also gesunde Ernährung und hochwertige Lebensmittel, das ist natürlich ein ganz klarer Trend, auch in Asien inzwischen wieder. Das eine schließt aber das andere witzigerweise überhaupt nicht aus, weil auch Convenience Food und auch Junk Food sind auf dem Vormarsch, das gleichzeitig dazu. Und da bin ich doch relativ zuversichtlich, dass das erstmal auch so bleiben wird. Mir geht es gar nicht darum, dass ich jetzt hier sage, Fufeng Group, das ist die beste Aktie aller Zeiten oder so. Ich halte es für eine interessante Aktie, die sich, denke ich, schon eignen würde, auch als kleine Beimischung, wenn man ein breit gestreutes Depot hat. Ein chinesischer Konsumwert eben, und ich habe es ja schon mal erwähnt, im chinesischen Konsumgütersektor, da gibt es zurzeit viele Aktien, die doch ziemlich günstig sind. Aber an den deutschen Börsen, das ist auch wichtig, da ist die Aktie markteng, wenig Liquidität. Also wenn Sie zum Beispiel in Frankfurt kaufen und nicht in Hongkong, dann da immer hier bei uns kleinere Pakete kaufen und immer eng limitiert auch. Orientieren Sie sich da bei Ihrem Kauflimit am Kurs in Hongkong, dann rechnen Sie das kurz um, dann haben Sie ungefähr Ihr faires Kauflimit, weil wenn Sie das nicht tun, nicht limitieren, dann zahlen Sie einen zu hohen Preis. Und ich wollte außerdem hier eben mal keine Aktie besprechen, die sowieso schon jeder kennt, sondern eben auch mal was Neues, Unbekanntes. Und es gibt eben auch aus China gerade in der zweiten und dritten Reihe hunderte von Aktien, die man hier nicht so kennt und die aber vielleicht auch oft ziemlich interessant sind. Und meine Frage an Sie ist jetzt auch, ob ich das vielleicht öfter machen soll, als dass ich also auch mal solche unbekannten Aktien hier vorstelle öfter. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, dann müssen Sie die Videos aber auch schauen. Das ist dann der Deal, weil sonst bringt es dann ja nichts. Und selbstredend natürlich, es ist auch nie verkehrt, wenn man den Kanal hier dann auch abonniert. Dann werden Ihnen die neuen Videos ja auch gleich direkt angezeigt. Und sonst sehen Sie die ja nicht. Also wenn man hier Videos einstellt mit dem Namen Fu Feng Group, günstige chinesische Lebensmittel, Chemieaktie, ich meine, das ist ja was, danach sucht ja kein Zuschauer, sondern da stößt man nur drauf als Zuschauer mit einem Kanalabo eigentlich. Also schreiben Sie hier gerne, was Sie davon halten. Sie können aber auch natürlich gerne, so wie immer, drunter schreiben, einfach China-Aktien sind das Letzte und China greift morgen Taiwan an, so wie immer. Ich will mich gar nicht lustig machen drüber. Das sind sehr ernste Themen, völlig klar. Und ich habe zum Taiwan-Thema hier auch mal ein Extra-Video gemacht vor ein paar Monaten. Und letzte Woche habe ich dann ja nochmal ein Video gemacht mit einer Chance-Risiko-Abwägung. Grundsätzlich jetzt mal für China auch. Aber was natürlich schon schwierig ist, wenn man bei jeder Einzelaktie dann aus China mit dem ganzen grundsätzlichen Thema dann in jedem Video auch wieder von vorn anfängt, das nimmt dann natürlich kein Ende mehr. Und zum Abschluss hier noch, das habe ich neulich gefunden in einem 1-Euro-Laden, Made in Korea. Ich hoffe, man kann es sehen. Sparkling Chupa Chups in den Richtungen Orange und Erdbeer. Chupa Chups kennen Sie vielleicht, das sind Lollis aus Spanien. Das Logo hier ist übrigens entworfen worden von Salvador Dali. Und das hier in den Dosen, das sind jetzt eben anscheinend Lollis abgefüllt in Dosen, so mehr oder weniger für den asiatischen Markt. Man sieht schon, gerade in Asien, da gibt es eben immer wieder neue Wunder der Lebensmittelindustrie. Ich mache nachher vielleicht eine auf im Selbstversuch hier, aber da glaube ich, ist es gut, wenn ich mich vorher schon mal von Ihnen verabschiede. Es war eine schöne Zeit mit Ihnen, muss man sagen. Denken Sie auch noch an unsere Gratis-Zukunftsmärkte-Reports. Morgen eben die Ausgabe zu den chinesischen Versicherungsaktien auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, danke fürs Zuschauen und guten Appetit jetzt auch noch bei der Gulaschsuppe. Bis bald.